Den Bibeltext, der heute die Grundlage oder Ausgangstext für die Predigt sein soll, finden wir in Johannes 17, 17, wo Jesus betet: Heilige sie, meine Jünger, meine Nachfolger, in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ich möchte den Zusammenhang lesen ab Vers 12 bis 19. Johannes 17 von Vers 12 bis 19. Das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet Jesu kurz vor seinem Tod. Johannes 17 ab Vers 12. Jesus betet: Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude vollkommen in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und ich habe mich selbst für sie geheiligt, oder ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Soweit der Text. Wir wollen heute darüber nachdenken: erstens, was ist Wahrheit? Zweitens, wie können wir in der Wahrheit geheiligt werden? Und drittens, welche Folgen ergeben sich daraus für unseren Auftrag? Jeder, wer Christ ist, wer aufrichtig Christ ist, möchte in der Heiligung leben. Bin überzeugt, dass unser Anliegen ist. Aber damit ist noch nicht garantiert, dass wir im biblischen Sinn der Heiligung leben, auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen. Eine Anstrengung allein genügt nicht, dass auch garantiert ist, dass wir im Sinn der Bibel in der Heiligung leben. Wenn wir in der Wahrheit geheiligt werden sollen, wie Jesus hier betet, dann setzt das voraus, dass wir diese Wahrheit auch mehr und mehr erkennen. Die Grundlage dafür haben wir in der Bibel. Deswegen muss es unser Anliegen sein, in der Erkenntnis dieser Wahrheit zu wachsen, dass wir die Bibel, die biblische Wahrheit mehr und mehr erkennen und dass wir verstehen, was es heißt: Heilige sie in der Wahrheit. Doch was ist Wahrheit? Jesus sagt: Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Im Griechischen steht hier das Wort Aletheia, Wahrheit. Das heißt wörtlich etwa, was nicht verborgen ist. Was nicht verborgen ist, ist aufgedeckt, ist transparent, ist echt, ist zuverlässig, ist vertrauenswürdig, ist ohne Irrtum. Das Gegenteil von dem Wort ist das Wort Lüge, Schein oder Trug. Im Hebräischen heißt das Wort für Wahrheit Emet. Emet ist verwandt mit dem Wort Amen, abgeleitet von Aman. Aman heißt fest sein. Wahrheit ist, was fest ist, was zuverlässig ist, was Standhaftigkeit besitzt, Beständigkeit und Vertrauenswürdigkeit, worauf man sich verlassen kann. Das ist Wahrheit. Die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass Gott die Quelle der Wahrheit ist. Satan, sagt Jesus, ist der Vater der Lüge. Im Gegensatz dazu ist Gott die Quelle der Wahrheit. Im Psalm 111 lesen wir Vers 7: Die Werke deiner Hände sind Wahrheit und Recht, und alle seine Ordnungen sind beständig. Die Werke deiner Hände sind Wahrheit und Recht, alle seine Ordnungen sind beständig. Gott ist Wahrheit, und alles, was er spricht und tut, das ist Wahrheit. Was nicht von Gott
stammt, was vom Satan kommt, das entspricht der Lüge. Sünde entspricht der Lüge. Und damit ist klar, wenn die Bibel voraussetzt, dass es sich um Gottes Wort handelt, dann wird auch die Bibel mit der Wahrheit Gottes identifiziert. Frage ist, wie steht das mit der Irrtumslosigkeit der Bibel? Bibel, ganze Wahrheit, so steht es dort vom Bibelbuch. Wie ist das dann mit der Irrtumslosigkeit der Bibel? Manche behaupten heute und vergleichen die Bibel mit der Menschwerdung Jesu. Jesus ist Mensch und Gott. Und so sagt man, sei die Bibel Menschenwort und Gotteswort. Der Grund sei sie richtig, dass Gott Menschen gebraucht hat, um sein Wort aufzuschreiben. Aber was will man damit erreichen? Man spricht hier bei der Menschwerdung Jesu, spricht man von der Inkarnation, Fleischwerdung. Hier spricht man von der Invarnation, Wortwerdung. Gottes Wort wird sozusagen Menschenwort. Damit will man aber vermeintliche Fehler in der Bibel begründen. Das heißt, die Bibel als Menschenwort beinhaltet sie eben Fehler in Bezug auf Naturwissenschaft, in Bezug auf Geografie oder Geschichte und so weiter. Die will man damit biblisch-theologisch begründen. Frage ist nur, wie ist das mit der Menschwerdung Jesu? Das Neue Testament zeigt uns sehr deutlich, dass Jesus Mensch, ganz Mensch geworden ist, aber betont ebenso deutlich, dass Jesus auch als Mensch ohne Sünde, ohne Fehler geblieben ist. Jesus war ein Mensch, der einzige Mensch, der ohne Sünde gelebt hat. Das heißt, Gott ist imstande, auch wenn sein Sohn Mensch wird, ihn zu bewahren vor der Sünde. Und das können wir so auch auf die Bibel übertragen. Obwohl Gottes Wort hier in Menschenwort zum Ausdruck gebracht wird, schaut Gott, dass dieses Wort ohne Fehler und Irrtum da uns überliefert wird. Ja, manche sagen dann auch eher Konservative sagen, ja, das Wort Irrtumslosigkeit sei kein biblischer Begriff. Nun, wenn wir eine Konkordanz nehmen und schauen, wo erscheint das Wort irrtumslos oder Irrtumslosigkeit in der Bibel, werden wir möglicherweise keine Stelle finden. Nur, wie ist das mit dem Wort Wahrhaftigkeit, Wahrheit, wahr? Man will damit sagen, das Wort wahr bedeutet in der Bibel nicht irrtumslos, sondern nur vertrauenswürdig, zuverlässig. Nun stellt sich die Frage, wie kann etwas vertrauenswürdig sein, 100% vertrauenswürdig, wenn es nicht irrtumslos ist? Wenn ich sagen muss, ja, 5% ist Irrtum und der Rest ist wirklich vertrauenswürdig, ist Wahrheit. Dann fällt die ganze Zuverlässigkeit dahin. Da muss ich ja immer schauen, wo ist dieses Wort denn noch irrtumslos? Ich meine, das gar nicht stimmt. Das Wort wahr schließt die Irrtumslosigkeit in der Bibel mit ein. Als König Ahab den Prophet Micha nach der Wahrheit fragt, dann sagt er, ich beschwöre, dass du mir nichts sagst als nur die Wahrheit. Und das heißt mit anderen Worten, als das, was auch tatsächlich stimmt. Und so wird das Wort Wahrheit in der Bibel auch sonst gebraucht. Also kann man die Konkordanz nehmen und dann wird man merken, das Wort Wahrheit schließt die Tatsächlichkeit des Geschehens mit ein. Sonst wären wir bei einem philosophischen Wahrheitsbegriff, bei einem dualistischen Wahrheitsbegriff, der die Wahrheit von der Wahrhaftigkeit des irdischen Lebens trennt. Das ist in der Bibel nicht so. Es handelt sich dann um platonisch-dualistische Wahrheiten, geistliche, vermeintlich geistliche Wahrheiten, die allerdings mit dem irdischen Geschehen relativ wenig zu tun hat. Ich meine, dass auch nicht stimmt, dass die Bibel ihre Irrtumslosigkeit nicht voraussetze oder lehre. Ein Wort wurde bereits zitiert, einleitend Psalm 119, Vers 160, möchte ich hier nochmal zitieren. Luther übersetzt, dein Wort ist nichts
als Wahrheit. Wörtlich etwa, die Hauptsumme deines Wortes ist Wahrheit. Also wenn wir jetzt mal den Kern des Wortes Gottes zum Ausdruck bringen wollen, dann ist es Wahrheit. Das ist, sagt der Psalmist damit. Oder 2. Samuel 7, 28, deine Worte sind Wahrheit. Johannes 17, 17, dein Wort ist Wahrheit. Psalm 12, Vers 7, die einzelnen Aussprüche des Herrn sind reine Worte wie Silber, am Eingang zur Erde geläutert 7-mal und damit vollkommen gereinigt. Oder Psalm 119, Vers 140, dein Wort ist ganz durchläutert, gereinigt, und dein Knecht hat es lieb. Oder noch Sprüche 30, Vers 5, jeder einzelne Ausspruch Gottes ist durchläutert, ist gereinigt. Das bezieht sich hier auf die Bibel. Dass die Bibel gleichzeitig Menschenwort und Gotteswort ist, das stimmt so mit den Aussagen der Bibel nicht überein. Natürlich, Gott gebraucht Menschen, aber was sagt Paulus zum Beispiel im 1. Thessalonicher 2, Vers 13? Ich bin sehr dankbar, dass ihr das, was wir euch verkündigt haben, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, nämlich als Wort Gottes. Was wir euch verkündigt haben, Paulus unterscheidet da nicht zwischen seiner mündlichen Verkündigung und seinen Briefen, wie wir das aus dem 2. Thessalonicher 3 sehen. Das ist Wort Gottes. Das ist kein Menschenwort, sagt Paulus. Anderswo betont er Galater 1, was ich euch als Evangelium verkündigt habe, das habe ich durch Offenbarung Jesu Christi empfangen. Das ist sein Wort, das ist seine Autorität. Auch Petrus betont seinen 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 20, 21, sagt, noch nie ist ein prophetisches Wort aus dem Willen eines Menschen hervorgegangen, sondern durch den Geist Gottes getrieben, geführt, haben Menschen geredet, haben Gottes Willen offenbart, mitgeteilt. Die Bibel wird in der Bibel nicht als Menschenwort zitiert, sondern immer als Wort Gottes. Sie hat ihren Ursprung in Gott. Ja, Gott lügt nicht. Manche sagen, ja, Gott lügt nicht, aber das heißt noch nicht, dass die Bibel nicht Irrtümer enthält. Ja, wo lügt Gott nicht? Er lügt nicht nur im Himmel nicht, sondern auch in seinem Wort. Das ist damit vorausgesetzt. Das heißt, wenn Paulus zum Beispiel betont, Gott lügt nicht, dann will er damit sagen, auf sein Wort, das wir in der Bibel haben, ist Verlass. 100%. Und die biblische Autorität hängt mit der Irrtumslosigkeit zusammen. Denn wie kann die Bibel für uns Autorität haben, wenn sie Fehler enthält? Wenn wir zuerst mal nachforschen müssen, ja, wo die Bibel sich irrt. Das Nichtbefolgen der Bibel, der biblischen Weisung, bringt Gottes Gericht mit sich. Wer die Bibel nur Menschenwort oder nur zum Teil Menschenwort, dann würde das heißen, dass Menschen sich hier über Menschen erheben. Die biblischen Schreiber sagen, im Namen Gottes sage ich zu dir, aber in Wirklichkeit ist ja ihr eigener Name, ihr eigene Autorität, ich sage dir, wenn du nicht tust, was ich dir sage, dann wird Gott dich richten. Das wäre Arroganz und Überheblichkeit. Und die biblische Wahrheit bewahrt vor der Sünde, so lesen wir es auch im Psalm 119, Vers 9 bis 11. Wodurch wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält an deine Worte. Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Ich halte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gottes Wort bewahrt vor der Sünde, wenn wir es tun. Manche haben Angst, sagen dann, ja, dann hat man einen papierenden Papst in der Bibel. Nun, nach der Bibel ist Götzendienst nicht, wenn man die Bibel ernst nimmt, sondern im Gegenteil, wenn man sie nicht ernst nimmt. Das ist Götzendienst. Das wird bestraft. Wir haben keinen papierenden Papst,
sondern wir gehen davon aus, dass die Bibel Gottes Autorität beansprucht. Und das tut sie. Es geht also um den Gott der Bibel. Und damit zum zweiten Punkt. Wie können wir in der Wahrheit geheiligt werden? Was ist Heiligung? Heiligung heißt so viel wie Aussonderung für Gott. Im Alten Testament konnten das Gefäße sein, die geheiligt wurden, nicht, dass sie irgendwie eine andere Materie oder einen anderen Stoff empfingen, sondern dass sie einfach für den Dienst für Gott ausgesondert wurden. Alles, was ausgesondert wird für Gott zum Dienst, das ist geheiligt. Nach der Bibel gibt es einen Weg, dass wir geheiligt werden können als sündhafte Menschen. Das ist der Weg über Golgatha durch Jesus Christus. Der Maßstab dafür, was Heiligung ist, ist die Bibel. Es gibt demnach keine Heiligung, ohne dass wir die Bibel als Wort Gottes ernst nehmen. Nochmals, es gibt keine Heiligung als Umweg um die Bibel. Und es gibt keine Heiligung als Umweg um das Kreuz von Golgatha. Was ist Sünde? Sünde heißt im Urtext sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen Zielverfehlung. Sünde, die Sünde heißt, der Mensch verfehlt das Ziel Gottes mit seinem Leben, weil er auf einem falschen Weg geht. Es geht nicht so sehr um die einzelnen Tatsünden, die sind natürlich mit eingeschlossen, aber das sind nur eine Folge. Der Mensch verfehlt das Ziel Gottes mit seinem Leben. Er weicht von Gottes Heilsplan ab. Er weicht von Gottes heiligem Willen ab. Und das bringt Gericht mit sich. Also das heißt zum Beispiel in Bezug auf die Sexualität, dass alles Sünde, Zielverfehlung ist, was nicht Gottes heiligem Plan mit der Sexualität entspricht. Das heißt nach der Bibel Homosexualität, auch Selbstbefriedigung entspricht grundsätzlich nicht diesem Plan Gottes, Geschlechtsverkehr vor der Ehe oder außerhalb der Ehe, aber auch der egoistische Trieb, die egoistische Triebentladung innerhalb der Ehe. Das entspricht nicht Gottes Plan. Das ist damit Abweichung. Aber auch die Aufgabe und Stellung von Mann und Frau, ein heißes Thema heute. Ja, auch hier sollten wir überlegen, was ist Gottes Plan für Mann und Frau und nicht einer Gender-Ideologie verfallen. Aber auch der fromme Egoismus ist Zielverfehlung. Also der Egoismus kann auch in einem frommen Gewand daherkommen, ich-zentriert. Wer in der Wahrheit geheiligt werden möchte, der wird ehrlich sein, der wird selbstkritisch sein. Der wird aufrichtig und echt sein. Er ist kein frommer Schauspieler. Das Wort Heuchler, das Jesus immer wieder verwendet, heißt in seiner ursprünglichen Bedeutung nichts anderes als Schauspieler. Ein Heuchler ist ein Schauspieler. Wer in der Wahrheit geheiligt werden möchte, ist kein frommer Schauspieler. Eine solche Heiligung kommt nicht von selbst. Nein, Jesus sagt, die Menschen lieben das Böse. Johannes 3, Vers 19 bis 21, sie lieben das Böse. Warum? Weil ihr Herz böse ist. Sie lieben die Wahrheit nicht. Sie kommen nicht zu mir, der ich die Wahrheit bin. Und die Bibel sagt uns, zeigt uns klar, dass solche Menschen verloren gehen. Warum? Paulus sagt im 2. Thessalonicher 2, weil sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Sie haben die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen. Errettung wird von Paulus parallel gesetzt zur Erkenntnis der Wahrheit. Wer zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, die in Jesus Christus vorhanden ist und seinem Wort, der wird gerettet. Und Jesus selbst sagt ja auch in dem Gebet, das ich vorher zitiert habe, in Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist
ewiges Leben. Jesus sagt weiter, wer aber zu mir kommt, zu dem Licht, der wird erkennen, dass all das, was ich tue, in Gott gewirkt ist, und er wird befreit werden. Er wird Vergebung empfangen und alles, was er tut, wird dann in der Wahrheit geschehen. Durch den Glauben an die Wahrheit, durch die Erkenntnis der Wahrheit wird der Mensch also gerettet. Wer das in seinem Leben erkennt, wer Jesus Christus aufnimmt, der verpflichtet sich damit dieser Wahrheit. Er sagt, Jesus, ich weiß, ich habe ohne dich gelebt, ich brauche deine Erneuerung. Diese Wahrhaftigkeit ist uns nicht von Natur aus mitgegeben. Das wäre ja schön, wenn wir einfach so die Wahrheit lieben würden. Aber wir alle sind von Natur aus böse. Alle Menschen. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Hat sein Leben geopfert. Jesus selbst sagt hier in Vers 17, Vers 19, Johannes 17, ich heilige mich für sie, damit sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich selbst heilige mich. Jesus konnte nicht noch sündloser werden. Warum? Er hat nie gesündigt. Aber er opferte sich selbst, er gab sich selbst hin, er weihte sich selbst Gott für uns. Und er sagt weiter in Johannes 8, Vers 31, 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch versklaven. Manche haben Angst. Die Wahrheit wird, wenn Jesus mein Herr ist über mein Leben, wenn ich die Bibel ernst nehme, da bin ich ein Sklave. Nein, sie wird euch frei machen. Das ist die wunderbare Botschaft. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wir erkennen, dass die Bibel Gottes Wahrheit ist und dass die Bibel unser Leben hineinsprechen möchte, uns verändern möchte durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn ich so in der Wahrheit leben will, dann werde ich auch bereit sein, auf andere zu hören, die auf meine Schwachstellen hinweisen. Das tut manchmal weh, aber das haben wir nötig, dass andere mich auf meine Schwachstellen hinweisen, damit ich eben auch darüber den Sieg Jesu annehmen kann. Manchmal sind wir halt eher bereit, der Lüge zu glauben, auch der Lüge über uns selbst, statt den Weg der Heiligung in der Wahrheit zu gehen. Und wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann müssen wir täglich mit Jesus den Weg des Sterbens gehen. Das heißt, der Sünde gegenüber, dem Ich gegenüber, dem frommen Egoismus gegenüber und so weiter. Manche möchten sehr fromm sein, so ist mein Eindruck. Sie singen viel über Gott und so weiter. Aber manchmal habe ich den Eindruck, ihr Gefühl steht sehr stark im Zentrum. Ihr Gefühl. Aber das Leben bringt nicht so viel davon zum Ausdruck. Und wenn man sie anspricht, dann meinen sie, man sei ein Pharisäer. Manchmal weiß man gar nicht, wenn man das Wort Pharisäer in den Mund nimmt, wovon man spricht. Es muss so irgendwie einer sein, der das Wort Gottes so ernst nimmt. Aber Jesus sagt umgekehrt, ihr irrt euch, weil ihr die Bibel nicht ernst genug nimmt, sagt er den Sadduzäern, und ähnlich hat er vielleicht auch den Pharisäern gesagt. Ich habe durch Zeugnisse auch mitbekommen, wie solche Leute dann manchmal in ein tiefes Loch fallen. Weil sie zu stark auf ihre Gefühle aufgebaut haben, sich ein Gottesbild aufgebaut haben, das nicht mit dem der Bibel übereinstimmt. Und da kann man ganz tief fallen, innerlich. Und da plötzlich sieht man nur noch schwarz. Nein, kann jedem von uns passieren, aber je mehr wir so ein falsches Gottesbild uns aufbauen, desto mehr können wir auch fallen. Ich habe mal gelesen, dass in den USA in einer Gegend mehr Ehescheidungen unter Christen gibt als unter Nichtchristen. Tun ja manchmal so, wir sind besser. Warum gibt es mehr Ehescheidungen unter Christen als unter Nichtchristen? Ich denke, dass das auch mit einer einseitigen Verkündigung zusammenhängt. Gott will, dass du dich gut fühlst, dass es dir gut geht. Und wenn meine Ehe
Frau mir halt das Leben schwer macht, dann lassen wir uns scheiden. Gott will ja, dass es mir gut geht. Wo sagt die Bibel das? Dass Gott will, dass es mir immer gut geht in dem Sinn. Er will mein Heil. Aber das heißt auch, dass ich den Weg des Sterbens gehe. Und jeder, wer verheiratet ist, weiß, dass es im Leben, in der Ehe, obwohl das ein Stückwerk Himmel auf Erden ist, doch auch durch Sterben geht. Dass man sich da auch tief verletzen kann und dass da Vergebung braucht. Das ist dringend notwendig, dass wir auch da den Weg der Heiligung gehen. Zum Dritten. Welche Folgen ergeben sich daraus für unseren Auftrag? Die Bibel warnt davor. Ich habe es gestern schon zitiert, 2. Timotheus 4 zum Beispiel. Dass in der letzten Zeit viele von der Wahrheit abweichen werden. Und ich glaube, dass die Bibelkritik hier auch manche Tür geöffnet hat. Was in der Bibel nicht passt, das ist unecht. Ja, dann muss ich mich dem Anspruch nicht unterordnen. Das ist relativ einfach, nicht? Was mir die Bibel an und nicht mein Leben der Bibel. Also was nicht passt in der Bibel, das ist dann entsprechend unecht. Ja, damit sind wir auch nicht gewappnet vor der antichristlichen Zeit. Das ist meine Überzeugung. Wenn wir der Bibel nicht wirklich vertrauen, sind wir nicht gewappnet vor der antichristlichen Zeit. Lesen wir mal die Johannes-Offenbarung im Neuen Testament. Wie dort immer wieder betont wird, dass Menschen in dieser antichristlichen Zeit bewahrt werden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses, durch das Wort Gottes. Durch das Blut des Lammes und durch das Wort Gottes werden wir bewahrt. Also ich meine, dass die Bibelkritik dort schon eine Tür geöffnet hat, dass man eben diese Richtung geht und dass man so nicht einen wirklichen Halt hat in solch einer Zeit. Ich möchte an dieser Stelle nochmals betonen, es gibt keine Heiligung ohne das Wort Gottes, ohne sich dem Wort Gottes zu unterordnen. Es gibt auch keine Heiligung um Golgatha herum. Das heißt, dass ich auch täglich den Weg des Sterbens der Sünde gegenüber gehe mit Jesus Christus. Und das bedeutet auch, dass die Kraft nicht von mir kommt. Ich kann mein Leben nicht verändern. Gott sagt schon im Alten Testament immer wieder, ich bin Jahwe, der Herr, euer Gott, der ich euch heilige. Von uns aus ist das nicht möglich. Jesus sagt, ich heilige mich selbst für sie, damit sie geheiligt seien in der Wahrheit. Paulus schreibt im Kolosser 1, 27 und 28, Christus in euch, hier spricht er die Heiden an, die ehemaligen Heiden, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und sagt weiter, indem wir jeden Menschen ermahnen, und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und in Kapitel 4, Vers 12 ergänzt er und sagt, dass auch Epaphras dafür bietet, alle Zeit für euch, Epaphras wohl ein Mitbegründer der Gemeinde in Kolossä, in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in jedem Willen Gottes dasteht. In jedem Willen Gottes. Vollkommen überzeugt dasteht. Auch gewisse Parallelstelle in Epheser 5 betont, dass Christus sich hingegeben hat für seine Gemeinde, dass die Gemeinde sei ohne Flecken und Runzeln. Da sind wir noch auf dem Weg. Denk schon. Noch alle unterwegs dorthin. Das ist das Ziel Gottes mit der Gemeinde. Das betont Paulus auch in Epheser 3. Ihr habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr ihn wirklich gehört und durch ihn gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in Christus ist, durch dass ihr den alten Menschen gemäß den früheren Lebenswandel abgelegt habt,
der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Mensch angezogen habt, der in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit nach Gott geschaffen ist. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit nach Gott geschaffen ist. Und dieser neue Mensch wird ständig erneuert. Und es ist unsere Aufgabe, Gottes Wort so zu verkündigen, dass Menschen das verstehen. Was heißt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, was der Wille Gottes für unser Leben ist und dass wir nur durch Jesus imstande sind, diesen Willen Gottes auch im Leben umzusetzen. Das heißt, wir sind aufgefordert, die Breite und die Tiefe und die Höhe und die Länge, wie Paulus das in Epheser 3 sagt, des Wortes Gottes zu verkündigen und weiterzugeben. Wir sind Hirten der Gemeinde Jesu, dass wir den ganzen Ratschluss verkündigen, dass wir auf Gefahren hinweisen, dass wir aber vor allem auch Christus verkündigen, damit er unsere Heiligung ist. An seinem langjährigen Schüler Timotheus schreibt Paulus im letzten Brief vor seinem Tod im 2. Timotheus 2,15 nachzulesen. 2. Timotheus 2,15. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Mitarbeiter oder als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. So heißt es wörtlich. Das heißt, richtig verkündet, nicht umwickelt. So können wir in der Heiligung wachsen. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Was ist Wahrheit? Wahrheit heißt Zuverlässigkeit, heißt Echtheit, alles, was nicht Irrtum ist, alles, was nicht Betrug ist. Satan ist der Vater der Lüge. Gottes Wort ist absolut zuverlässig, ist ohne Fehler, ist ohne Irrtum, weil Gott gesprochen hat. Weil es das Wort Gottes dem Wesen Gottes entspricht und weil Gott wahrhaftig ist. Die Sünde entspricht der Lüge, der Abweichung vom Willen Gottes, ist Zielverfehlung und Gottes Wort deckt die Sünde auf. Und deswegen ist Gottes Wort auch die Grundlage für unsere Heiligung. Der Heilige Geist hilft uns, so zu leben, wie es dem Willen Gottes entspricht. Aufgrund dessen, was Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat. Paulus betont ja in Römer 6, dass wir mit Christus der Sünde gegenüber gestorben sind. Das heißt, die Sünde herrscht nun nicht mehr über unser Leben. Und das sollen wir auch täglich in Anspruch nehmen, indem wir Jesu Sieg über die Sünde in Anspruch nehmen. Das ist ein lebenslänglicher Prozess, meine ich. Soweit ich das beurteilen kann, geht der Prozess weiter bis zum Tod, dass wir mit Christus täglich sterben. Der Mensch liebt das nicht so sehr, aber dadurch kommen wir zum wahrhaftigen Leben und zur Fülle Jesu Christi. Römer 8, 13. Wenn ihr dem Fleisch nach lebt, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Werke des Leibes, heißt dort wörtlich, das heißt die Werke, die die Sünde durch unseren Leib ausüben will, tötet, dann werdet ihr leben. Dann habt ihr mehr und mehr die Fülle des göttlichen Lebens. Das ist wunderbar. Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, du hast selbst für uns gebetet, nicht nur für deine Jünger damals. Und du möchtest, dass wir heute in der Heiligung leben, in deiner Wahrheit. Schenk Gnade, dass wir sie immer tiefer begreifen, dass wir dein Wort immer tiefer verstehen, auch dein Erlösungswerk von Golgatha. Und dass wir es auch weitergeben, Herr, dass Menschen es begreifen, dass Menschen mit hineingenommen werden und das göttliche Heil so erleben. Schenk Gnade, dass deine Gemeinde auch heute geheiligt wird und in Heiligung lebt. Herr, und schenke uns Gnade, das auch richtig weiterzugeben, dieses Wort. Danke für die Fülle, die du uns schenkst. Segne alle.
Geschwister, die hier sind, begleite uns in deiner Güte und Wahrheit.